Aran, 9 Medaillen beim Weltcup in Szeged. Was sagst du zur Ausbeute? Wieder erwartend, richtig gut. Damit hätten wir nicht in der Form gerechnet. Wir wussten vorher nicht, wo wir stehen. Freut uns natürlich sehr, vor allen Dingen, weil wir ganz viele olympische Strecken mit wirklich Siegleistung abschließen konnten. Und ich glaube, wir können ganz beruhigt den Blick jetzt Richtung ganz beruhigt Richtung Tokio schauen. Und wie geht es jetzt weiter Richtung Tokio? Ja, nächste Woche wird eine ruhige Woche, da freuen sich, glaube ich, auch alle drauf. Und dann werden wir die Europameisterschaft nochmal vorbereiten. Dann geht es in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung mit einem Konditionslehrgang und anschließend nochmal kurz vor Tokio nochmal mit einem größeren Lehrgang. Und dann hoffentlich gut präpariert in Tokio an den Start gehen zu können. Gab es für dich Überraschungen an diesem Wochenende im deutschen Team? Ja, dadurch, dass wir wirklich nicht wussten, wo wir vorher stehen, überrasche mich. Also überrascht war ich, dass der zweite C2 nicht ins Finale gefahren ist. Das hat mir ein bisschen leid, weil die Trainingsleistungen haben ein anderes erhoffen lassen. Aber eigentlich haben sie die Trainingsleistungen mehr als erfüllt. Und dadurch, dass wir jetzt international dann auch einigermaßen vorne mit drin hängen, würde ich es jetzt mal nicht als Überraschung bezeichnen, sondern als positiven Hinweis. Vielen Dank, denn genießt den Erfolg und bis dahin. Dankeschön.